Hallo zusammen und herzlich willkommen in Konstanz. Ich habe mich entschlossen, mal eine Stippvisite zu machen in Konstanz, sprich ich habe Samstag und Sonntag zur Verfügung. Ja, warum? Es ist einfach schön hier am Bodensee und ich habe vor ungefähr 35 Jahren hier mal studiert und es ist an der Zeit, mal zu gucken, wie sich alles so entwickelt hat. Die Planung ist heute den Abend, ja, Sonnenuntergang und blaue Stunde und dann vielleicht noch Nachtaufnahmen in Konstanz und direkte Umgebung, ja wahrscheinlich nur in Konstanz. Und morgen früh dann zum Sonnenaufgang ins Wollmatinger Ried. Und danach wahrscheinlich Frühstück irgendwo in Konstanz und noch ein bisschen fotografieren. Die Planung ist, dass das zwei Videos geben wird. Das erste, das ist das, was ihr heute seht. Da geht es um Konstanz und wie gesagt um Abend, Sonnenuntergang und Nacht. Und das nächste Mal gibt es dann ein Video zum Wollmatinger Ried. Bin gespannt, ob alles klappen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Es wird natürlich eine Vorstellung geben, wo wir da sind und vielleicht noch ein paar Tipps dazu. Und natürlich auch eine Entwicklung. Lightroom auf jeden Fall, vielleicht auch ein bisschen Photoshop, mal gucken. Und danach noch ein paar Impressionen, also zeige ich euch noch die Bilder, die ich sonst so gemacht habe. So, jetzt lasst uns mal mit dem ersten Teil anfangen. Konstanz am Abend. Viel Spaß! Für diese kleine Serie zu Konstanz und Bodensee habe ich mir mal eine andere Vorgehensweise vorgenommen. Wir haben bisher sehr viel in Lightroom entwickelt und auch in Photoshop und die Regler bewegen möchte ich eigentlich heute fast gar nicht. Ich möchte euch anhand von Beispielen, in dem Fall jetzt Konstanz, 9 Bilder, zeigen und erklären, ja einmal zu Konstanz natürlich irgendwas, Informationen, von wo das Bild gemacht wurde und ähnliches und auch ein paar Hintergrundinformationen, dann warum ich das Bild so gemacht habe. Und warum ich das Bild so entwickelt habe, wie ich es entwickelt habe. Und sicher auch noch auf den einen oder anderen Punkt der Entwicklung gehe ich dann auch noch ein. Ich habe die Bilder etwas extremer entwickelt. Warum? YouTube komprimiert natürlich, das wissen wir alle. Und damit ihr noch ungefähr den Eindruck habt, den ich eigentlich von der Umgebung, von der Stadt oder der Landschaft hatte, habe ich es bei mir jetzt etwas extremer gemacht, damit es noch einigermaßen vernünftig in YouTube rüberkommt. Dann lasst uns mal mit dem ersten Bild anfangen. Das ist dieses hier und ich bin jetzt hier im Entwickeln-Modul, damit ich euch, und das machen wir nachher dann auch gleich richtig, das vorher, nachher zeigen kann und was ich da gemacht habe. Schauen wir uns also erstmal das Vorher an. So ist das Bild fotografiert geworden, out of Captain, ganz klassisch, ohne ja, irgendwelche Besonderheiten. Was ich zeigen wollte, ist diese Gebäudereihe hier hinten, das ist die Seestraße in Konstanz. Und zwar stehe ich jetzt gerade im Konstanzer Stadtpark und was ihr hier seht, das ist ja im Prinzip wie der Bodensee, hier nach links durch unter der Brücke durchgeht. Und über den sogenannten Seerhein, das ist die Verbindung vom Obersee, der ist jetzt rechts von uns, zum Untersee, der ist links von uns. Und im Untersee findet ihr dann auch zum Beispiel die Insel Reichenau. Und von dort geht es dann weiter den Rhein entlang nach Schaffhausen. Der Park ist speziell zu den Touristenhochzeiten natürlich stark frequentiert, deswegen gibt es auch immer wieder Leute im Bild. So, aber mein Punkt war, wie gesagt, diese alte Häuserzeile hier hinten, überragt von diesem ja,
Modern würde ich schon fast nicht mehr sagen. Das ist so ein bisschen 70er-Jahre-Stil. Bürogebäude, Hochhaus, was auch immer. Konstanz ist stark geprägt von alten Häusern. Also ihr findet viele Häuser, Gebäude in diesem Baustil hier, die kombiniert sind dann auch wieder mit modernen Gebäuden. Und im nächsten Bild werden wir dann auch gleich noch was sehen. So, was habe ich in der Entwicklung gemacht? Eigentlich eine ganz klassische Entwicklung. Ihr kennt es schon, Tiefen runter, Lichter hoch. Nein, so kennt ihr das nicht. Ihr kennt es umgekehrt. Tiefen hoch und Lichter runter. Schwarzpunkt setzen, Weißpunkt setzen und so weiter. Ich habe am Blauton noch ein bisschen was gemacht, um den Himmel stärker zu betonen und bin dann bei diesem Bild gelandet. Ich habe also einen schönen, satten Himmel. Das Blaue spiegelt sich hier unten im Wasser wieder. Durch die Reflexion haben wir hier noch ein bisschen, ja, so fast türkis, aber es ist nicht in der Karibik. Und natürlich wiederum starker Fokus hier auf die Häuserzeile. Das heißt, hier habe ich das nochmal etwas, ja, durch die Entwicklung betont. Gehen wir weiter in Sachen Architektur. Wir sind jetzt im Stadtkern. Gleich ist das Bild auch scharf. Das ist ja fast mitten in der Stadt. Wenn ihr durch den Stadtkern von Konstanz läuft, dann kommt ihr hier ja praktisch zwangsläufig schon vorbei. Hier ist nochmal eine kleine Kirche. Aber was wir hier sehen, ist alte Baustruktur, alte Gebäude kombiniert in dem Fall mit einem modernen Ladengeschäft, mit einer Glasfläche. Und in dieser Glasfläche reflektiert sich hier die Front von dieser Kirche. Das war das Erste, was mich hier interessiert hat, fotografisch. Und das Zweite ist, hier oben sind ein paar Erker mit Fenstern drin und einer dieser Erker hat die Sonne reflektiert. Um das weiter zu betonen, habe ich in hoher Blende, was haben wir denn genommen? Ja, Blende 22 fotografiert, damit wir hier den Sonnenstern haben. Ihr seht schon hier am Protokoll, hier habe ich ein bisschen mehr gemacht. Gehen wir mal auf das Originalbild. Das sah so aus. Also ihr könnt schon erkennen, ich habe einmal eine klassische Entwicklung gemacht, so wie ich das immer mache. Das ist der Teil. Ich habe dann die einzelnen Farben etwas verstärkt, also insbesondere die Rottöne zwischen Gelb und Rot, um die Bereiche hier, sagen wir mal, etwas kräftiger hinzubekommen, um auch die, ja, ich sag mal, die Lichtart, die wir hatten, es war ja gegen Nachmittag. Das heißt, das Licht war schon ein bisschen wärmer. Das heißt, das Ganze soll auch ein bisschen wärmer aussehen. Natürlich aber trotzdem mit blauem Himmel. Das ist das, was hier stattfindet. Und ihr seht, habt auch gleich gesehen, springen wir mal bis dahin. Das ist jetzt praktisch die Entwicklung zunächst mal. Und dann habe ich mit dem Transformationswerkzeug von Lightroom das hier, ja, ich sag mal, aufgerichtet und eine entsprechende Freistellung gemacht. Dann landen wir hier. Dann gab es ein paar kleine Sensorflecken drin. Ich sehe gerade, hier sind noch zwei übrig geblieben. Die habe ich hier noch entfernt, sodass wir dann auf dem finalen Bild in der Form gelandet sind. Wie gesagt, die Reflexion war mein Thema. Alt, neu und der Sonnenstern. Wenn ihr in Konstanz unterwegs seid, dann kommt ihr auch außerhalb der Museen an Kunst nicht vorbei. Und einer der, ja, ich will schon fast sagen, einer der bekanntesten aktuellen Künstler am Bodensee, wobei ich mich gerade frage, ob er überhaupt noch lebt, keine Ahnung, müsste man mal googeln drauf, das ist Peter Lenk. Und das, was ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr schon mal irgendwas von Konstanz gesehen habt, ist diese Dame hier. Das ist Imperia und stellt dar eine Kurtisane, ja, sparsam bekleidet, wie man deutlich sieht. Und sie hat auf ihren Händen ein, sagen wir mal, ein König, er trägt eine Krone und einen Papst sitzen. Beide sind ziemlich zwergenhaft dargestellt. Und wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, sie sind noch weniger bekleidet als die Dame hier. Sie sind nämlich nackt. Und wenn ihr nach Peter Lenk googelt, dann werdet ihr viele Figuren finden, die zum Teil noch viel krasser sind als das hier. Er ist
ja, sagen wir mal, etwas extravagant unterwegs. Auch mit viel politischen Aussagen verbunden, sowohl was die Geschichte als auch was aktuelle Geschehnisse anbelangt. Die Figur ist, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ja, sie wiegt 18 Tonnen, das ist im Wesentlichen Beton und Stahl, was ihr hier seht, und sie steht auf der Mole im Konstanzer Hafen. Und wenn ich sage, sie steht, dann ist es eigentlich nicht ganz richtig, weil sie dreht sich. Und dazu gibt es ein Histörchen. Da ging es nämlich angeblich mal um die Baugenehmigung, als die aufgebaut wurde. Das war 1993. Und ich vergaß zu sagen, sie ist, wie hoch? 9 Meter, meine ich, ist sie hoch. Ja, warum dreht sie sich? Eine Frage der Baugenehmigung. Wenn man ein stabiles Gebäude, eine Immobilie, und Immobilie heißt ja so viel wie bewegt sich nicht, bauen will, dann braucht man andere Baugenehmigungen, wie wenn man sich bewegende Teile aufbauen will. Und auf diese Art und Weise hat man angeblich den einen oder anderen Amtsschimmel ausgehebelt und hat das Ganze einfach drehbar gemacht. Und jetzt dreht sich die Dame hier in 4 Minuten einmal um die eigene Achse. Gut, ein Histörchen am Rande. So, ihr seht schon, ich habe hier ein Schwarz-Weiß-Bild gemacht. Schauen wir uns mal das Original an. Das sah so aus. Und hier seht ihr auch jetzt den Sockel, beziehungsweise das Molenende, auf dem das Ganze steht. Und ja, kontrastreich ist das Bild nicht unbedingt. Der Himmel ist ziemlich blass. Und mir ging es natürlich um die Dame, logischerweise, wenn es denn eine Dame ist. Deswegen die Art der Beschneidung, die ich gerade gezeigt habe, und auch das, was ich mit dem Himmel gemacht habe. Nämlich, gehen wir wieder auf die fertige Entwicklung, ich habe über die Regler Lichter und Weiß den Himmel weiß gemacht. Und wenn ihr euch hier mal die Einstellungen anschaut, das ist zumindest für mich untypisch. Normalerweise fange ich an, Lichter runter, Tiefen hoch. So, hier habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe die Lichter nach oben gefahren, um den Himmel wirklich weiß zu kriegen, habe mir die Tiefen so eingestellt, dass sie hier zu dieser Figur passt und Weiß- und Schwarzpunkt entsprechend. Und im zweiten Schritt dann eine Schwarz-Weiß-Umwandlung, um hier die Kontraste noch weiter herauszuarbeiten. So, das ist, ja, ich sag mal, das Monumentalwerk von Peter Lenk in Konstanz. Es gibt aber auch noch Kleineres zu entdecken. Es gibt einen Stadtbrunnen und da findet man Bronzefiguren. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Und man kann schon erkennen, der Herr hat es ein bisschen mit den Kirchenfürsten hier. Wir haben hier irgendwie zwei Tauben oder sowas ähnliches. Und der eine scheint wieder ein Papst zu sein. Und hier könnte man eine Krone erkennen. Wie habe ich hier fotografiert? Man sieht es schon. Das war in dem Fall jetzt mit dem 70 bis 200 bei 200 mm. Blende ganz offen, damit der Hintergrund unscharf wird. Und wie gesagt, Schärfepunkt natürlich dann auf den beiden Figuren. In der Entwicklung habe ich dann den Hintergrund abgedunkelt und die beiden Tauben mit Radialfiltern, starten wir das gerade mal, mit Radialfiltern hervorgeholt. Ich mache mal die Masken an, damit ihr das seht. Das ist also hier zum Beispiel, hier, hier. Das heißt, ich habe erst das ganze Bild abgedunkelt und dann über den Radialfilter die Teile wieder aufgehellt, die ich nehmen wollte. Warum habe ich einen Radialfilter genommen? Mit sehr weicher Kante. Das sieht man, glaube ich, besonders gut hier. Das ist ja eine, ja, das ist ja schon fast die Kugel hier, so wie das ausgeformt ist. Ihr seht es auch an den Reflexen. Die Maske mal wieder aus. Hier ist es hell und nach hinten wird es dunkler. Und den Radialfilter, den ich da draufgelegt habe, und das habe ich bei allen Radialfiltern gemacht, reflektieren genau diese Form der Figur. In der Mitte hell, weil ich habe ja aufgehellt über den Radialfilter, und nach außen dunkel abfallend. Das heißt, ich habe die Form der Skulptur über den Radialfilter betont. Das würde mit dem Pinsel zumindest mal nicht so ohne weiteres in der Form gehen, aber natürlich könnte man die Figuren auch mit dem Pinsel entsprechend herausarbeiten und damit heller darstellen als den Hintergrund. Aber um, wie gesagt, diese räumliche Struktur
dass Kulturen auch im Radialfilter nochmal zu betonen, habe ich es eben auf diese Art und Weise gemacht. Dann, das ist direkt daneben an diesem Brunnen, gibt es diese hübschen Figuren. Das sind ja Mischungen aus Hasen und Fischen, wenn man genau hinschaut. Und wer schon mal sich mit Konstanz und Bodensee beschäftigt hat, dem ist vielleicht das andere, ein oder andere Mal schon mal das Wort Seehase untergekommen. Ja, und das sind genau die Seehasen von Peter Lenk. Aber verlassen wir den Künstler mal jetzt wieder. Und es wird jetzt allmählich auch Abend. Die Sonne, ja, geht noch nicht ganz unter, aber es wird allmählich dunkler, weil ich hatte an diesem Abend ziemlich viel Wolken, wie wir hier sehen. Und das hat sich später dann auch noch als Glücksfall herausgestellt. Und gehen wir hier mal auf das importierte Bild, also so wie es aus der Kamera kam. Was wollte ich fotografieren, beziehungsweise zunächst mal, wo bin ich gestanden? Ihr habt vorhin im ersten Bild die Seestraße gesehen, vom Konstanzer Stadtpark aus, und das ist jetzt genau die Gegenrichtung. Also hier ist der Konstanzer Stadtpark und ich habe jetzt die alten Reihenhäuser, Villen, die wir vorhin gesehen haben, hinter mir. Und was wir hier vor uns sehen, ist das Inselhotel und ein Teil des Konstanzer Münsters. So, ich wollte auf jeden Fall dieses Panorama haben, aber nicht nur einfach so. Und deswegen habe ich mir den Baum hier noch dazu genommen, als natürlichen Rahmen. Und hier saßen gerade die drei, ich nehme mal an, das sind Studentinnen, weil wir sind ja in einer Studentenstadt, mit ihren Fahrrädern und die darüber schauen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Ergebnis war, naja, sagen wir mal etwas flau. Ich habe hier mit Blende 8 fotografiert, ISO 100. Blende 8, klar, weil ich möchte es hier vorne scharf haben und hinten auch. Aber wie gesagt, durch die Beleuchtung hinten sehr hell im Himmel, hier vorne der Baum sehr dunkel, ist es in Summe alles etwas flau und farblos geworden. Die Entwicklung, die ich gemacht habe, ist, ihr habt es schon gesehen, schon fast eine HDR-Entwicklung gewesen. Und ich gehe nochmal auf das Bearbeitete. Ja, es ist nicht nur fast ein HDR, es ist eine HDR-Entwicklung. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es in YouTube auch so extrem rauskommt. Ich würde es natürlich für mich, wenn ich es zum Beispiel drucken wollte, hier nochmal ein Stückchen zurücknehmen, weil es ist schon ziemlich extrem so. Ja, durch meine klassische Belichtung, nein, durch meine klassische Entwicklungsvorgehensweise, die ihr kennt, habe ich natürlich den Baum mit seinem grünen, den Stamm heller bekommen. Ich sehe die Struktur im Stamm. Ich sehe im Himmel mehr Strukturen, weil ich ihn abgedunkelt habe auf diese Art und Weise. Und ich habe das Ganze dann auch wieder durch Radialfilter verstärkt. Und zwar sehen wir hier einen Radialfilter, um das Gebäude etwas aufzuhellen und ein bisschen, nein, in dem Fall habe ich es wirklich nur aufgehellt. Hier die ganze Front nochmal leicht aufgehellt mit diesem hier. Und dann nochmal dieses Gebäude hier etwas aufgehellt. Und was ich auch noch zusätzlich gemacht habe, die Damen hier waren immer noch relativ dunkel, die habe ich auch noch über kleine Radialfilter, sagen wir mal so, Lichtreflexe gesetzt. Den Ausschnitt habe ich im Wesentlichen gelassen, so wie er war. Das heißt, wir haben jetzt über das eigentliche Hauptmotiv, das Panorama und die Betrachter desselben, einen schönen Rahmen über den Baum, die Baumkrone und hier unten den Boden. Jetzt wird es noch dunkler und wir sind ja wieder in der Innenstadt, diesmal jetzt in der Altstadt. Das Bild wird auch gleich scharf. So, jetzt ist es scharf. Und zwar sind wir jetzt direkt vorm Konstanzer Münster. Da gibt es jede Menge Lokale. Diese, wie eigentlich die meisten in Konstanz, sind wirklich stark zu empfehlen. Da kann man fast überall essen gehen, zu allen Preisklassen. Aber das nur am Rande. Schauen wir uns, ihr seht schon, hier habe ich einiges gemacht, das Originalbild an. Das sieht so aus. Und was passiert ist, ist wieder klar. Wir haben einen sehr hellen Himmel. Die Sonne ist zwar schon hinten verschwunden, aber sie strahlt hier natürlich noch in den Himmel rein. Wir haben so hier ein bisschen Orange drin, vielleicht auch eine Spur Magenta. Dadurch wird der Platz mit den Gebäuden hier, ja, sagen wir mal, ziemlich flau, farblos, dunkel. Und
Das ist das, was ich natürlich im finalen Bild so nicht haben wollte. Und wir haben ziemlich fliehende Linien drin, weil ich war sehr weit unten mit der Kamera, um, sagen wir mal, auch möglichst viel Himmel noch mit drauf zu bekommen. Also das Ganze aufrichten, ein bisschen beschneiden und dann die Farben wieder über meine klassische Methode verstärken und hier unten mehr Licht reinzubringen und den Himmel, sagen wir mal, etwas dramatischer bekommen. Ich möchte das Orange sehen in diesen Wolken hier drin. Ich möchte aber auch noch ein bisschen Blau hier oben sehen. Und da, wo die Sonne vielleicht gerade noch hinter den Häusern hier sind, da darf es dann auch ruhig ein bisschen heller sein. Trotzdem, wenn ich nur die Grundeinstellung benutze, bleibt das Ganze immer noch ziemlich duster hier vorne mit wenig Kontrasten. Deswegen auch hier wieder den Radialfilter genommen. Und ihr seht schon, hier habe ich einiges gemacht, um zum einen die Gebäude etwas aufzuhellen. Das habe ich hier gemacht und hier. Und auch um den Platz noch ein bisschen aufzuhellen. Und das Ganze etwas freundlicher und eine angenehmere Stimmung zu generieren. Warum diese Radialfilter hier? Gehen wir dazu mal auf das Originalbild. Und ihr seht schon, was hier passiert ist. Dadurch, dass die Sonne irgendwo da hinten untergegangen ist, ist es hier sehr hell. Das ist schon fast ausgebrannt. Und in der normalen Entwicklung konnte ich das nicht beseitigen, aber ich wollte hier ein bisschen blau sehen. Deswegen habe ich, gehen wir wieder nach oben, halt, hier sind wir. Deswegen habe ich hier einen Radialfilter auf diese Stellen gesetzt. Das sind die drei Stellen. Und wenn ihr euch die Einstellungen anschaut, ich habe nicht nur ein bisschen dunkler gemacht, ich habe auch die Farbtemperatur nach unten gezogen, um an der Stelle etwas mehr Blau ins Bild zu bekommen. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Es ist jetzt auf dem nächsten Bild gleich 10 Uhr abends. Das heißt, die Sonne ist schon lange weg. Die blaue Stunde ist eigentlich auch schon durch. Aber ich war noch mal vorne am See und über den Alpen. Also wenn man denn von Konstanz aus den Bodensee Richtung Osten schaut, dann schaut man Richtung Alpen und dort waren Gewitter. Und ich habe mehrere Bilder gemacht und jetzt zwei verschiedene Entwicklungen und das hier ist das erste. Das also ist wie gesagt 10 Uhr abends. Ihr könnt es einmal erkennen an der Beleuchtung. Dann seht ihr hier ein paar Sterne und das ist kein Photoshop, das sind wirklich Sterne. Und wenn ihr euch die Belichtungseinstellungen anschaut, ISO 1000, 22 mm, weil, was sage ich denn? Blende, ja doch, 22 mm, genau. Blende 4 und 13 Sekunden. Also die Kombination offene Blende, 13 Sekunden, ISO 1000, das gibt euch einen guten Hinweis drauf, da ist es schon ziemlich dunkel gewesen. Und der eine oder andere wird jetzt denken, oh Gott, da hat er sich aber ausgetobt. Da ist wahrscheinlich auch noch Photoshop drin und sonst irgendwas. Also zunächst mal, Photoshop ist hier gar nicht drin. Das ist alles Lightroom. Und jetzt schauen wir uns mal das Originalbild an, wie das rausgekommen ist. Das sah so aus. Und ihr seht schon, das ist nicht groß anders. Dadurch, dass wir keine großen hellen Gebäude, Architekturen im Vordergrund haben, war eigentlich die Gesamtlichtsituation einigermaßen gleichmäßig von unten nach oben. Naja, einigermaßen ungefähr. Und wenn man nachts in den Himmel rauf mit hohen ISO und beliebig langer oder genügend langer Belichtungszeit fotografiert, dann stellt man fest, der Himmel ist nachts auch blau. Der ist nicht nur tagsüber blau. Das heißt, das, was ich hier gemacht habe, ist außer gerade richten, ein bisschen zuschneiden und so weiter, eigentlich nur das hier weiter zu verstärken, was ich hier schon gesehen habe. Und damit bin ich dann bei diesem Bild hier gelandet. Wie gesagt, Nachthimmel in Blau mit Sternen. Hier hinten sehen wir leichtes Wetterleuchten. Hier auch, das sind Gewitter hinter den Wolken und deswegen sind hier diese Lichteffekte entstanden. Beim nächsten Bild ist das gleiche Motiv. Ich habe es etwas anders beschnitten, das werden wir dann nachher gleich sehen. Und auch, wenn es dann scharf wird gleich,
Ja, Lightroom und Performance. So, jetzt ist es scharf. Schauen wir uns dazu mal das Original an. Hier bin ich mit den ISOs etwas nach unten gegangen, aber ich bin immer noch bei F4 und 13 Sekunden. Das heißt hier jetzt 640 ISO. Dadurch ist das Bild jetzt etwas dunkler geworden. Und wenn ich mir das hier jetzt nochmal anschaue, ihr habt gesehen, die Farben waren auch in dem Originalbild schon drin. Das habe ich hier nochmal ein bisschen bestärkt und habe dann mit Radialfiltern etwas Dodge and Burn gemacht. Nämlich da, wo es schön hell ist, ein bisschen aufgehellt, hier, hier. Hier hinten etwas mehr Kontrast nochmal zusätzlich mit reinbekommen. Schauen wir uns den mal an. Seht ihr schon, hier habe ich den Kontrast ein bisschen hochgefahren und ein bisschen Wärme draufgegeben. Und hier auch nochmal ein bisschen Wärme draufgegeben und Kontrast, um diese Lichtstimmung einfach zu betonen. Ja, das waren die neuen Bilder, die ich mir jetzt mal ausgesucht habe, um sie euch zu zeigen. Es sind ein paar mehr entstanden natürlich. Die finale Auswahl zu Konstanz sind dann ungefähr 30 Bilder. Und die seht ihr ja jetzt dann gleich, nachdem ich mich noch mal kurz aus Konstanz vom Seeufer gemeldet habe, zeige ich euch die restlichen Bilder noch mal in einer kleinen Slideshow. Ja, ich hoffe, der erste Teil hat euch schon mal gefallen und hat euch vielleicht neugierig gemacht, was beim nächsten Mal passieren wird im Wollmatinger Ried. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch ein paar Bilder und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Ciao.